Oh, hallo, meine kleinen Bubschi-Hasen. Oh, guck mal, da ist uns richtig. Was geht, meine kleinen Bubschis? Können sich die ersten beiden, die hier falsch stehen, bitte noch hinten anordnen, weil dann sieht das echt brutal geil aus, muss ich sagen. Dann sieht das hier wirklich verdammt geil aus. Wenn die ersten beiden sich jetzt noch richtig hinstellen, dann sieht das verdammt wild aus. Könnt ihr bitte alle mal eure Lichter anmachen? Die normalen Lichter, bitte. Alle. Dann machen wir eine wilde Rocksteady-Tour-Aufnahme. Und, kann ich hier durchlaufen? Nee. Und könnt ihr nochmal so einen Ticken weiter auseinanderfahren mit eurem Partner, damit ich da zwischendurch laufen kann? Dann haben wir eine geile Rocksteady-Tour-Aufnahme. Also bitte alle Licht an und so, genau, so einen Meter auseinander. Und mit dem Rabattcode bestellst du Holy. Oh, sehr gut. Kannst du mich ändern, dass ich joinen kann? Aktuell nehmen wir leider nur Leute in die Freundesliste, die auch den Mitgliedschaftsrang Alien haben. Du bist ja Anwärter. Alien ist einfach ein höherer Rang. Liegt einfach daran, ich habe mal auf dem Account alle angenommen. Und, Junge, dann hatte ich da 3.500 Freunde. Es ging nicht mehr. Es hat nur noch geleckt. Ich konnte nichts mehr spielen. Deswegen haben wir gesagt, hey, ich nehme gar niemanden mehr an. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, ja, okay, ich nehme wenigstens die Leute an, die den Kanal besonders supporten. Deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, okay, jeder kann mitspielen, über die Crew kann man nachjoinen. Wenn man es halt ein bisschen einfacher haben möchte und ein bisschen angenehmer und über die Freundesliste joinen möchte, dann muss man halt auch den Kanal entsprechend supporten. Was für einen Rang hast du auf YouTube? Wenn du es geschenkt bekommen hast, Jerome, dann VIP. Stimmt, Merch gibt es ja auch noch. Junge, den besten Lappen. Direkt rein da. Joel, was geht, mein Bester? So, Starter-Set. Und? Was hast du schon probiert, Ofen? Gut, ich würde sagen, das Prozedere kennt ihr. Philipp, willst du mitfahren? Wenn du mitfahren willst, dann stell ich ruhig hin. Dann fahr mal kurz vielleicht Ricky ans Ziel. Nee, never mind. Wenn du mitfahren willst, stell dich ruhig hinten hin. Dann macht Ricky hier Gas. Also Start. Ricky, du weißt ja, wie es geht. So wie ich. Hand heben, dann fahren die Leute zu dir. Granate werfen, beim Explodieren geht's ab. Und ich mach das Schlusslicht. Ich mach's. Philipp, wollen wir starten? Sorry. Wollen wir starten? Dann stellen wir uns an die Ziellinie. Und also bleiben da sozusagen. Junge, das sieht schon sehr episch aus, muss ich euch sagen. Bekomme ich mal einen Motoraufheuler von allen? Mit diesen Reifen durchdrehen? Reifen durchdrehen? Philipp, geh mal da weg, sonst sieht das so ein bisschen komisch aus. Ja, so. Genau. Editoraufnahme. Junge, sieht das episch aus. Da können wir ja auf jeden Fall später nochmal ein paar coole Bilder machen. Ich mache da ein paar Rocks-Editor-Aufnahmen davon und poste noch in die WhatsApp. Gut, dann Ricky, du darfst einmal üben. Ricky, mach mal dein Prozedere. Damit wir gucken, ob du das auch kannst. So, Ricky macht die Finger hoch. Macht einen Arm hoch. Das ist unser Zeichen. Wir fahren hier vorne an die Linie mit Vorderrädern. Er wirft eine Granate. Und sobald die explodiert, ist Abfahrt. Boah, den Start habe ich besser hingekriegt als Philipp. Oh, shit, er zieht. Alter, wie die Karre von ihm zieht. Da war mein Vorsprung direkt wieder weg. Oha, oha. Wolf, nee, erst so in einer Stunde ungefähr. Aber mach's dir bequem, bleib gern bei uns. Oha, Junge, Wölfchen, Mann. Krass, hätte ich nicht gedacht. GG in Chat. So, sehr schön. Dann machen wir bei mir nochmal hier bei der Karre die... Ach, da kommen schon die Nächsten. Ah, ja, ja, das geht ja hier Flodikowski. Moon, pew, aber ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Ja, ja, Ricky, mach ruhig weiter, alles gut. Wölfchen und ich gucken hier ganz gespannt zu. Oh, ich wollte mich doch hier hinstellen, jetzt sehe ich doch gar nichts. Kann man da durchgucken? Er macht doch rechts und links lieber hin, oder? Oh, knapp! Aber der Rechte hat gewonnen, der in Rot. Junge, das sieht so episch aus. Komm, direkt der Nächste, bevor es abgebrannt ist. Dann will ich noch eine Rocksteady-Aufnahme machen, haha. Direkt die Nächsten, jawohl, da kommen sie schon. Junge, sieht das episch aus. Nice! GG an euch. Die fertig sind, ihr könnt euch ja immer hier hinstellen. Oder machen wir es einfach so, die Gewinner fahren einfach wieder zurück. Ihr stellt euch an, fahrt außenrum zurück und die Verlierer stellen sich hier zum Zuschauen hin, okay? Machen wir es so. Alter, Reik, mein Gebester, wie geht's dir? Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Und hattet, seid jetzt am Start für die Afterparty. Hattet einen schönen Stream, hattet Spaß. So muss es sein, was habt ihr gezockt? Lass mich raten. Ah, nee, warte mal, gerade gibt's ja bei dir zwei Spieler, ne? Wo sind meine Toilettenpapier? Oh, das war ein eindeutiger Sieg. Alter, Benny, was geht, mein Bester? Future Gamer, wie könnte ich dich vergessen, mein Bester? Wie könnte ich dich vergessen? Gut, das war eindeutig. Und wie viele stehen da hinten noch? Wie geordnet, in Reihe und Glied. Hier starten zwei oder direkt. Na Junge, das funktioniert ja hier wirklich. Das ist ja ein Traum. So, da kommen sie. Wer fährt da? Textil. Grennan gegen Eislux. Oh, Eislux, da bist du leider raus. Weg vom Fenster. Uff, 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 uff. Nice, Mann. Und die nächsten beiden starten. Und die nächsten hier. Ach Junge, das sieht episch aus. Wie automatisiert das irgendwie läuft. Ricky macht da hinten, glaube ich, einen guten Job. Habe ich das Gefühl. Bam, Junge. Ohne im Ziel. Nico! Boah, Nico, mein Bester. Oh mein Gott, er hat ein Upgrade auf Alien durchgeführt. Mein Bester, du kriegst jetzt
alle tollen Vorteile. Du kommst auf die Freundesliste, du kriegst eine Autogrammkarte. Vielleicht sagst du auch, von dem Spaß will ich nichts. Auch okay, dann kriegst du keine. Du bekommst... Oh mein Gott, das war knapp. Leute, hat es jemand gesehen? Oh mein Gott, war das knapp. Florian, du stehst also perfekt. Hast du gesehen, wer als erstes war? Ach du Scheiße, war das knapp. Seh's mal so, Lappen. Du brauchst natürlich auch was, wo du das Holy reinfüllen kannst. Hast du, wenn du dann einen Dulitrupp-Tasse oder sowas hast, ist natürlich besser. So, Nico, du hast jetzt natürlich alle Vorteile, die man so hat. PSN-Freundesliste, Holy-Probierpaket, was du gratis bekommst. Und so weiter und so fort. Ich warte noch auf mein Paket von dir, Eislux, welches Paket mein. Jetzt machst du mir aber Angst, du. Heute habe ich zwei Briefe eingeworfen. Also zwei Alien-Briefe. Siehst du, Lappen? Wichtig. Kann ich mitspielen? Na, selbstverständlich, sehr, sehr gerne mal besser. Nico, wenn du willst, kannst du deinen PSN-Namen einfach mal in die Freundesliste, in die Dings schreiben. Deinen PSN in den Chat schreiben, dann erledige ich dich direkt. Von Alien auf YouTube. Ja, das ist unterwegs. Das ist, einen habe ich noch nicht beantwortet. Und zwar von King Miami. Das habe ich noch nicht fertig gemacht, alle anderen sind auf dem Weg. Gestern Abend habe ich noch eingeworfen, aber nachdem sie geleert wurden, also wurden heute erst abgeholt. Bam, Junge, Dragon King gegen Textil. Okay, das war eindeutig. Die Karre ist halt nicht so schnell deine, ne? Sehr schön. Langsam wird aussortiert. Oh, dann kommen wir schon jetzt zu den letzten. Haben wir gleich das Finale, das Halbfinale jetzt. Sammy, wir haben das geklärt. Also, mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen. Du hast gesagt, ich kann mir Zeit lassen. So, da kommt's und... Ah, auch knapp. Simon gegen Wölfchen. Auch relativ knapp. Wird das im Stream angezeigt? Nee. Das habe ich deaktiviert wieder. Das war zu teuer. Das hat im Monat irgendwie 15 Euro gekostet oder so. Damit man es anzeigen lassen kann. Lukas, so es geht. Dankeschön für deinen Follow auf Twitch. Herzlich willkommen. Aber trotzdem, ich sehe es. Doch ein Sound kommt. Aber keine Animation. Kann ich Alien upgraden? Das müssen die Mods beantworten. Ich glaube, das können die besser sagen als ich. Und damit haben wir einen Gewinner, oder? Wer hat gewonnen? Jetzt im Gesamtding? Der Gesamtwertung? Ah, Simon ist hier hinten noch gegen Wölfchen wahrscheinlich, ne? Nee. Haben wir. Ist sonst niemand mehr? Junge, sieht das episch aus. Na dann, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Simon, unser All-Time-Winner-Chicken-Dinner-Winner-Winner-Winner in Rennen. Unaufhaltsam! Nice! Dann hatten sie euch auch noch das gleiche nochmal gewünscht, aber mit einer anderen Fahrzeugkategorie. Welche Fahrzeugkategorie war das? Japaner wurde sich gewünscht vorhin. Weiß aber nicht, oh Gott, ob das so passend ist, um ehrlich zu sein. Wir machen Drag Races in GTA. Morgen gibt es neue Drag Races in GTA. Und wir machen das heute schon mal selber. Oh Gott, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Nee, Audi ist zu spezifisch. Du spielst auf Xbox. Ah, verdammt. Alles klar, Nico. Dann schick mir einfach mal deine Adresse auf Discord. Ne? Dann mache ich das später fertig. Mache ich es auch erst morgen fertig, aber das geht ja noch Ende der Woche raus. Sportwagen? Deutsche Marken? Dann lass sagen, deutsche Marken nur noch. Nur deutsche Automarken, okay? Nur deutsche Automarken. BMW, Audi, Porsche, Bugatti, Lamborghini. Ah, was gibt's noch Feines? Ja, das schon rausfinden. So, Bentley, Mini, VW gibt's ja eigentlich nicht. In GTA 6 gibt's einen VW Golf. Ha, ich muss also selber erstmal gucken, was ich überhaupt hab. Oh je. Hoffentlich hat's bis dahin aufgehört zu regnen. Maybach, genau. Ich bin überfordert. Überforderung pur. Weevil Custom, der geht. VW. Ja, sowas von meinem Weevil Custom. Obwohl bei dem Kackwetter hier will ich eigentlich in so einem gemütlichen X5 hocken oder so. Oder X7 oder diesen Raptor GTS, was auch immer für ein riesen Flaggschiff es sein soll. Ihr könnt dann auch schon wieder zum Start gehen, gell? Also. Oder wir können auch erstmal Tuning-Treffen machen, solange es regnet, gell? Also wir können auch erstmal hier in die Hangar fahren. Bis es aufgehört hat zu regnen. Weil beim Regen brauchen wir kein Drag Race machen. Wo ist mein Auto? Warum wurde es nicht geliefert jetzt? Hä? Ja, ja, Lukas, da kommen wir in die Lobby. Hä? Ich bin doch eben angefordert. Ich glaube, der ist so eingestaubt, weil ich den so ewig nicht gefahren bin, das dauert. Eine Lieferung ist unterwegs. Ja, die ist ganz schön lange unterwegs. Leute, die schon ein Auto haben, geht mal bitte in die Hangar schon mal. Das hatte ich ja noch nie, dass der Mechaniker ein Auto nicht liefern konnte. Mechaniker hat Feierabend, ja. Guck mal, der hat eben sogar angerufen und wollte sagen, dass er es nicht liefern kann. BTF, das hatte ich noch nie. Centorno ist... Nee, Centorno ist nicht Italien. Centorno ist Lamborghini und Lamborghini gehört zu VW. Das ist deutsches Auto. Was glaubst du, warum die Karre so gut ist? Da nicht, weil italienischer Motor da drin steckt. Das ist deutsche Technik, mein Lieber. Genau wie Bugatti. Bugatti auch deutsches Auto. Die Italiener können sehr viel, können sehr leckeres essen, die können sehr gut designen. Aber Technik, schwierig. Alter, Moritz! Moritz, mein Bester, vielen, vielen herzlichen Dank für deine 8 Monate Sub auf Twitch. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke dir. Schau dich Fiat an. Ja, guck mal, bestes Beispiel Ducati. Ducati Motorradmarke, italienische.
sehr, 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 sehr geile Motorräder optisch. Sehen wirklich unglaublich geil aus. Aber stehen halt mehr, als sie fahren, ne? Also, bist damit wirklich mehr in der Werkstatt als sonst was. Ich sag nur Kulewu. Wer von euch kennt Kulewu? Ist so ein Motorrad-YouTuber. Der hat eine Panigale. Ist einfach während der Fahrt mal der Lenker entgegengekommen. Da freust du dich, wenn du auf dem Motorrad sitzt und auf einmal hast du einen Lenker in der Hand. Aber ohne, dass da was anderes dran hängt. So. Alter Junge, guck mal hier. Jetzt geht's aber ab. Sehr schön macht ihr das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Guck mal jetzt. Regenwetter ist auch gleich zu Ende. Das heißt, wir können gleich starten. Sehr schön. Wir machen das gleich wie eben. Wölfchen und ich machen den Start. Ricky macht, macht Dingsbums. Schiedsrichter. Alle anderen in zwei Reihen hinter uns, okay? Boah, das würde ich gar nicht mal sagen, dass japanische Motorräder die geilsten sind. Ich finde deutsche oder europäische Motorräder schon prinzipiell sehr, sehr geil. Also BMW ist halt Top 1. Das ist, glaube ich, unangefochten. Eine Doppel-R oder auch eine GS. Das sind in jeweiligen Kategorien einfach die 1. Aber muss man sich halt auch leisten. Wollen und leisten können, ne? Also das BMW ist halt asozial teuer bei Motorrädern. KTM finde ich auch sehr nice. Die alten sind so hässlich, aber die nach dem Facelift jetzt gehen auf absolut klar. Junge, wer hupt hier eigentlich? So, Sammy, dein Einsatz. Oh, Rai kommt in die Lobby, oder was? Oh, Junge, Jungs, schnallt euch an. Hast du doch gerade gesehen, Sammy. Phoenix minus 18, bitte einmal aus der Crew kicken. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen uns mal an, was ihr für Karren mitgebracht habt. Wir haben hier, oh, Cypher, Digga. Geilstes Auto im Spiel. Sag ich dir, wie es ist. Warte mal, ich muss mich mal umziehen, sonst ist diese komische Maske drüber. So. Geilste Karre im Spiel, nur Junge. Warum diese Carbon-Teile? Das macht so hässlich. Dann steig mal aus oder so. Dann steig aus oder irgendwas. Aber das ist grauenhaft. So, als nächstes haben wir hier einen kaputten Mercedes, okay. Porsche haben wir am Start, BMW haben wir am Start. Oh, Cypher im Need for Speed Design. Sehr geil, Mann. Sehr, sehr geil. Junge, Cypher, wirklich der M2. So ein schönes Auto. Dann natürlich Weevil Custom. Dann haben wir, Bro, das ist ein Ford. Abmarsch. Abmarsch, mein Lieber. Wir haben gesagt, deutsche Autos. So. Dann schlagen GT. Oder? Ich meine schon. Aha, noch Mercedes. Junge, Mercedes ist hier aber hoch im Trend heute. Audi, Audi, Audi. Audi, Lambo, Bugatti, BMW, Mercedes und Porsche. Perfekt, gut. Da würde ich sagen, ihr kennt das Spiel. Ihr kennt das Spiel. Alle mal in die Autos. Und aufstellen. Oh, Digga, wenn du damit gewinnst, kriegst du von mir was. GTA 6, du Mann, shit. Wild, Mann. Geile Karre, Mann. Bro ist auf Hupe eingeschlafen. Ja, Mann, echt so. Puff. Sorry, 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 meine Schuld. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Bitte hau mich nicht. Tiu, Feli, was geht? So, ihr kennt das Prozedere. Alle hinter Wölfchen und mich. Wölfchen, ich mach den Anfang. Alle anderen hinten dran. Mach mal dein Auto da irgendwie anders, das sieht kacke aus. Junge, gegen einen R8 soll ich fahren? Seid ihr eigentlich geisteskrank? Gegen einen R8 soll ich verlieren? Das kann ja gar nicht gut gehen. Kann ich einfach mein Auto hier stehen lassen und einfach bei Philipp mitfahren? Da sind meine Erfolgschancen einfach höher. Ich fahr beim Gegner mit. Uff. Wow, guck mal hier. Lambo gegen Bugatti, das passt richtig geil farblich. Ey, guck mal, dass wenn wir mehrere, also die gleichen Autos mehrfach haben, dass ihr euch dann auch zusammenstellt, ne? Wenn möglich. Oder halt, dass die Autos so ungefähr zusammenpassen von der Leistung. Nee, guck mal, Schlagen GT hatten wir vorne nochmal einen anderen. Vielleicht wollt ihr gegeneinander, nicht Schlagen GT, Sterling GT ist das, ne? Oder die Porsche gegeneinander, irgendwie, dass das so ein bisschen fair ist, ne? Lambo ist aber Italiener, Lambo ist Deutsch, mein Lieber. Gehört zu VW. Guck mal, du denkst so, VW ist voll der, so langweilige Automarke, gell? Und dann weißt du, was alles dazugehört. Lambo, Bugatti, Audi, Porsche, alles. Oh, doch, ganz geil. Lamborghini gehört nicht BMW, Bro. Digga, was laberst du für einen Scheiß? Lamborghini gehört zu VW. So, seid ihr bereit? Komm, Wölfchen, wir machen mal einen Anfang. Wir machen. Okay, Ricky ist bereit. Hier, Philipp, mit der Karre hast du vorhin gewonnen. Oh Gott. Junge, das ging mehr nach oben als nach vorne. Das ging mehr nach oben. Junge, bleibst du mal auf deiner Seite? Junge, du wirst nämlich jetzt gezogen. Hallo? Gehst du mal auf deine Seite? Was ist los bei dir? Hey! Ja, Junge! Zu Recht verloren! Zu Recht! Ricky wird dann disqualifiziert für dieses bösartige Verhalten. Das lag nur daran, dass ich das Crew-Emblem auf der Seite habe. Das hat mir übermenschliche Kräfte gegeben. Ja, Mann. So, Philipp, du musst jetzt hier Schiedsrichter machen. Mach du mal Schiedsrichter in der Mitte. Ich darf ja wieder an den Start. Haha! Hab gewonnen! Mit was hat Lambo angefangen? Mit Traktoren, mein Lieber. Mit Traktoren! Es gibt sogar richtig alte Geländewagen von... Also richtig Geländewagen von Lambo. Porsche war auch früher Traktor. Traktoren. Die meisten Automarken haben mit Traktoren angefangen. Oder nicht die meisten, keine Ahnung. Aber viele auf jeden Fall. Hä? Oh, ich dachte gerade schon, da fährt ein NPC-Flugzeug. Dachte mir so, hä? Seit wann? Da war ich absolutes Biest. Trackrennen. Nur dieser Dingsstart ist. Ich weiß nicht, ob der so sinnvoll ist. Oh, sorry. Kurz von hinten angebumst. Upsi. Ist das noch jugendfrei? Wir wissen es nicht. Oh Gott, scheiße, wir fangen gegen einen. Hat der Centauro hat gewonnen? Gegen den Thrax oder was das war? Was war denn das für ein Bugatti?
Crax war das, oder? Oha. Hey, was soll das? Sag mal. Wenn ihr die Autos haben wollt mit F1-Reifen und so weiter, einfach mal auf Dingsbums schauen, auf Discord. Da haben wir einen ganzen Channel nur dafür. Alter, Racer Boy, mein Bester. Dankeschön für deine Rosen auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Küsschen. Vielen Dank. Digga, was war das für ein Royce Crack gerade? Hello there. Hello, Freehouse. Ist gefollowt auf TikTok und jetzt schon was rausgehauen, Junge. Da müssen sich einige nochmal ein Vollbild nehmen. Ja, Phoenix hat das richtige Emoji gefunden. Bitte da vorne mal was. Wir sind ungeduldig. Was, wenn ihr einen Wunsch abgeben könnt, was in der neuen Eventwoche rauskommt oder in der neuen Eventwoche sein soll, schreibt es mal in den Chat. Wir haben ja jetzt noch so circa einer Dreiviertelstunde wissen wir die neue Eventwoche. Was, wenn ihr euch was wünschen dürftet, was wäre in der neuen Eventwoche drin? Ja, hier, schnüpfen wir meine Abgase. Feste Ladung ziehen. Dreifach Geld. Das wäre wild. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich würde mir doppelt Geld auf Schrottplatz heißt wünschen. Oh, warte. Ich brauche noch eine Rocks Elite-Aufnahme. So. Und ab die Post. Ich glaube, ich mache sogar keinen Turbo-Start. Also, am Anfang ist der Weevil nie so stark. Und Daniel Pam! Oh Gott. Mann, ist knapp. Dann ist es ein klarer Win für den Weevil. Mein Discord, einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat. Oder du machst es noch besser. Du gibst einfach mal Ausrufezeichen Kanal in den Chat ein. Weil dann bekommst du eine Übersicht über alle unsere Kanäle. Ah, du kennst mich schon von YouTube. Ah, okay. Nice, Racerboy. Dann komm doch gerne zum Zuschauen auf Twitch oder YouTube. Da ist die Action am Start, sag ich dir, wie es ist. Dann bin ich mal gespannt, weil mein nächster Gegner wird. Puh! Gegen Porsche, das ist natürlich stark. Boah, kann doch mal gucken, ob wir die Motorhaube loswerden. Dann sind wir nochmal ein bisschen leichter. Aber wir spielen auf PS5. TS, das Ausrufezeichen Discord funktioniert nur auf YouTube und Twitch. Deswegen sage ich ja, die Leute, die auf TikTok sind, wenn ihr mitspielen möchtet, wenn ihr die Links haben wollt zu den anderen Kanälen und so, ganz wichtig, kommt rüber auf YouTube oder Twitch. Das überlasse ich euch ja. Oh Gott, wir fahren gegen einen Krieger. Oh je. Boah, Junge. Krieger aber auch anders schnell. Aber guck mal, jetzt haben wir ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir holen auf. Oh, guck mal, hinten ist schon Feuerwerk. Wild. Da hinten ist schon Feuerwerk. Oh, yes, Junge. Weevil ist halt einfach ein Biest. Da machst du nix. Da machst du nix. Junge, die Karre ist ja anders krass. Wir können auch gleich mal ins Car-Meet gehen, dann könnt ihr euch die Autos jeweils abkaufen, die wir heute benutzt haben. Da kann die jeder noch bekommen. Florian, wir spielen auf PS5. Wenn du mitspielen willst, musst du aber erstmal auf YouTube oder auf Twitch kommen. Bam, Junge. So, kommt da jetzt mal mein Gegner endlich, oder was? Ich sehe noch gar keinen. Ah! Da ist zumindest schon mal ein Auto. Junge, Moritz. Junge, ist das eine Szene oder wie heißt die Karre? Auch relativ neu. Boah, Junge, der zieht aber Moritz gut weg am Anfang. Holy shit. Boah, Junge, da habe ich aber jetzt zu kämpfen. Da habe ich... Oh, aber ich komme ran. Oh mein Gott, wird das knapp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich glaube, er war vorne, oder? Chat, er oder ich. Aber ich glaube, er war vorne, würde ich mal behaupten. Junge, krass. Also ich glaube, wenn das Rennen jetzt noch so ein paar Meter weiter gewesen wäre, hätte ich ihn gehabt. Junge, Alter. Florian ist jetzt auch auf YouTube am Start. Wow, was geht, Mann? Willkommen. Kriege ich mal ein paar Herzen in den Chat. So, und jetzt kommt das Finale. Oh yes. Wer fährt das Finale? Simon gegen Moritz. Da waren wir im Halbfinale. Okay. Wenn jemand von denen, die raus sind, kann, wenn er Bock hat, schon mal ein Car-Meet starten. Eine Übernahme. Puh! Ich glaube, das war eindeutig, oder? Hat es jemand genauer gesehen? Hat es jemand genauer gesehen, wer das Ding gewonnen, wer das die Runde gewonnen hat? Jetzt haben wir wieder Munition hier. Munition, alle. Jawohl. Bam, Junge. Abfahrt. Kann man damit nicht jetzt auch den Schneeballwerfer nachladen? So, 18 Schuss. Wenn ich jetzt kaufe, ist er wieder voll. Nee, nur 18 noch. Das heißt, ich muss mir jetzt wirklich ganz genau überlegen, wie ich meine 18 Schneebälle bis nächstes Jahr verschieße. Gut, dann alle mal zum Car-Meet, würde ich sagen, oder? Dann können wir uns hier nochmal kurz gegenseitig die Autos abkaufen.